Die Macht verbindet alles. Vergangenheit und Zukunft. Illusion und Realität. Hell und dunkel. Die Macht zehrt an dir. An deinem Herzen, deiner Seele. Wir müssen darauf vertrauen, dass sie uns irgendwann auf den richtigen Weg leitet. Entschuldigen Sie bitte, dass Sie dieses Treffen von Ihren Herrschaftspflichten abhält. Allerdings ist es höchste Priorität, dass Sie dem Treffen des Dornrates freiwohnen, denn wir haben eine anonyme Quelle erhalten, die uns alle betrifft. Eine Frage, Königin Pan. Inwiefern war diese sogenannte Quelle anonym? Es war eine bedeckte Person und das Gesicht war uns unmöglich zu erkennen. Der Kalle, das ist. Unglaublich, ja, das ist Wahnsinn, der Kalle, das ist. Ruhe im Saal! Ruhe bitte. Es wird der Tag kommen, an dem eure Galaxie auf eine Macht trifft, die euch bisher nie begegnet. Die dunkle Seite hat ein neues Gesicht. Doch bald könnt ihr die Augen schließen, wenn jemand scheint bereit. Zwei werden es sein. Zwei, die euch retten. Zwei der hellen Seite. Die letzte Hoffnung gegen eine geheime Macht. Es könnte genauso gut eine Lüge sein. Ich bitte Sie. Sind Ihnen nicht die Unruhen im System aufgefallen? Die Galaxie wird bedroht und der Dornrat wird nicht tatenlos zusehen, wie die dunkle Seite alles ergreift. Wir mögen eventuell das einzige System sein, das die Bedrohung erkennt. Jedoch wird dies uns definitiv nicht davon abhalten, die Prophezeiung ernst zu nehmen. Sei es wahr oder nicht, wir dürfen keine derartigen Nachrichten ignorieren. Was schlagen Sie also vor? Was sollen wir machen? Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass jegliche Entscheidungen durch Abstimmung gefällt werden muss. So sei es. Wer für eine Reaktion auf die Prophezeiung stimmt, der hebt die linke Hand, wer dagegen die rechte. Clyde O'Connor, bitte schickt euren besten General heute Abend hoch in meinen Palast. Meister Scabbers. Frieden. Haltet diese Lektion im Gedächtnis.
Prophezeiung könnte uns zum Verhängnis werden. Doch das wird sie nicht. Wir werden vorbereitet sein. Und dann ist das Schicksal der Jedi besiegelt. Knüpft weiter am Netz, Stars der Extras. Die Maschen müssen noch enger werden. Begebt euch auf die Suche. Ihre Aufgabe ist simpel. Sorgt dafür, dass die beiden, die wir suchen, gefunden werden. Es handelt sich um 2 Jedi. Ich hoffe, Sie sind sich bewusst, dass damit ein hohes Risiko verbunden ist, Sie für diese Mission zu Kopfgeldjägern zu schicken. Durchaus. Allerdings ist dies der einfachste Weg. Inanna, schön dich zu sehen. Hast du etwas? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde zwar schweigen, ich kann nur Vermutungen anstellen. Warum hast du mich lange herkommen lassen? Du verschwendest meine Zeit. Ich habe etwas anderes für dich, eine Information. Ich dachte, sie könnte dir helfen bei deinem kleinen Problemchen. Was weißt du schon von meinem Problem? Deine Entscheidung, wenn du nicht interessiert bist. Das habe ich nicht gesagt. Was ist es? Pack 2. Der Mond? Was, bitteschön, will ich da? Dort findest du, was du suchst. Hatten wir nicht mehr vereinbart? Dann gib mir die Information, die ich gesucht habe. Tja, meine kleine Schwammkröte, es schaut so aus, als würde mich dein Angebot nicht im geringsten interessieren. Tut mir unglaublich leid. Großer Yoda, steh mir bei. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Das ist meins. Damit das klar ist, ich spiele nur nach meinen eigenen Regeln. Und wenn ich sage, das ist meins, dann bleibt das auch meins. Meister, unsere Wachen auf Kyavibia sind durch einen Angriff gefallen. Es waren Spuren von Lichtschwertern auf ihren Körpern zu finden,
aber den Fußabdrücken nach zu urteilen, waren es nicht mehr als einer. Es muss einer der Jedi gewesen sein. Kein Zweifel. Doch die Sith allein haben die Macht, die Galaxie zu beherrschen. Und prophezeite Jedi werden sich dem nicht in den Weg stellen können. Die Kopfgeldjäger sind bereits beauftragt. Gut. Doch dies allein ist noch nicht genug. Auch ihr müsst in den Kampf führen, mein Schüler. Der Orden der Jedi hätte schon längst Geschichte sein müssen. Doch im Geheimen hat er überlebt. Und es wird mir eine Genugtuung sein, ihn endgültig zu vernichten. Unser Netzwerk. Es wird mir eine Ehre sein, euch bei diesem Vorhaben zu unterstützen, mein Meister. Die dunkle Seite ist stark. Zieht los und schließt euer Training ab. Genau bist du? Ich bin vom Orden der Phi, bin Faina. Du bist kein Jedi, aber du benutzt Macht. Der Orden der Phi hat sich von den Jedi abgespalten, über lange Zeit. Bist du ein Jedi? Ja. Du bist ein wirklicher Jedi? Woher kommst du eigentlich? Weißt du, ich wollte schon immer mal weg von hier, es ist so langweilig. Unser Orden ist so langweilig, wir sitzen einfach den ganzen Tag nur rum und sorgen uns um die Natur unseres Planeten. Es ist so langweilig hier. Es bestünde die Möglichkeit, dass du mit mir mitkommst. Wirklich? Wohin? Weg. Okay. Sind wir jetzt Freunde? Nennen wir es Verbündete. Kiste kann man fliegen? Ja, ich weiß, sie ist nicht perfekt, aber ich habe sie nun mal selber gebaut. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Kennst du dich ja mit Raumschiffen aus? Ein wenig. Ich komme von Zeit zu Zeit in der Zivilisation. Aber ich halte mich lieber. Also, fliegt das Teil jetzt? Natürlich, ich habe es schon ausprobiert. Aber ich fliege nicht allzu oft. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr zurückfinde. Na dann, probieren wir es aus. Thank you.
Könntest du mir bitte erklären, warum wir nicht einfach im Raumschiff bleiben können? Ja, das Raumschiff muss schlafen. Außerdem glauben wir vom Orden der Vieh, dass Regen die Seele reinwischt. Fantastisch. Meine Familie setzt sich immer auf die Wiese, wenn es regnet. Es heißt, dass Wasser, das vom Himmel fällt, Macht ist, die Gestalt angenommen hat. Ah ja. Aber was ist mit dir? Hast du Familie? Jeder hat Familie. Ja, aber wie ist sie so? Wir hüpfen jedenfalls nicht bei Vollmond um ein Lagerfeuer. Ja, das tun wir auch nicht. Richtig. Jetzt erzähl mir mal was von dir. Hast du Familie? Hast du Geschwister? Also du hast Geschwister. Bruder oder Schwester? Schwester. Eine. Steht ihr euch nahe? Ich würde alles für sie tun. Warum bist du denn jetzt nicht bei ihr? Weil ich vorher noch was erledigen muss. Und dafür brauchst du mich? Ja. Wahnsinn! Ich reise durch die Galaxie mit einer Jedi-Ritterin. Ich! Und mein Vater hat immer gesagt, wer nicht fliegen kann, der muss fliegen lernen. Und jetzt fliege ich wortwörtlich durchs All. Ist das nicht aufregend? Freut mich für dich, dass dein Vater dir solche Lebensweisheiten beigebracht hat. Ja, hat deiner das nicht? Mein Vater hat uns verlassen. Vor Jahren. Oh. Warum nochmal müssen wir im Regen sitzen? Weil es die Seele reinigt. Ich hoffe für dich, dass du recht hast. Willst du was? Nein, danke. Wie lange dauert es, bis die Seele sauber ist? Wenn du willst, können wir auch schon zum Raumschiff gehen. Danke. Du magst keinen Regen, oder? Zu Hause regnet es fast nie. Ja, das erklär dich so, dass du verbittert bist. Ich bin nicht verbittert. Was ist los? Ich hab so Heimweh. Das alles erinnert mich so an zu Hause. Ich hab auch Heimweh. Thank you.
Meine Freunde, ich muss Ihnen etwas Schreckliches mitteilen. Kurz bevor wir uns hier versammelt haben, kam ein Bote in meinen Palast und er brachte eine fragwürdige Nachricht mit sich. Doch seht selbst. Sehr geehrte Damen und Herren des Donrates, wie Ihnen hoffentlich schon aufgefallen ist, nehmen wir den Auftrag nicht an. Hier ein kleines Andenken an Ihre reizende Generalin. Mit freundlichen Grüßen, Flandielur. Wir können ein solches Verbrechen nicht verantworten. Es muss gehandelt werden. Bei allem Respekt, Präsidentin Starfall. Wenn wir diese Sache genau betrachten, trifft uns keine Schuld. Was geschehen ist, ist geschehen. Solche Kleinigkeiten, Nebensache. Oaken Senpai! Sir! Oaken Senpai. Sie sind ja sonst auch immer so auf politische Korrektheit bedacht. Ist Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, dass wir Generalin Tehu auf diese Mission geschickt haben? Wenn man also die Sachlage genau betrachtet, wird man feststellen, dass wir wohl sehr wohl Schuld an ihrem Tod tragen werden. Ich gebe Präsidentin Starfall recht. Tehu hätte ihrem Schicksal nicht entkommen können. Die Verantwortung liegt voll und ganz bei uns. Aber wir können das Geschehene nicht rückgängig machen. Hatte sie Familie? Eine Großtante ist unter uns gekommen. Dann lassen wir dieser Großtante eine Nachricht zukommen, in der wir ihr unser Beileid ausdrücken. Wenden wir uns jetzt wichtigeren Punkten zu. So sei es. Präsident O'Connor, sind Sie damit einverstanden? Gut, das führt uns zum nächsten Problem. Wenn Flandielur einen Auftrag ablehnt, heißt das, dass jemand anders einen höheren Preis dafür bezahlt. Aber wer könnte an der Lösung der Prophezeiung interessiert sein? Die Antwort auf Ihre Frage ist erschreckend leicht zu beantworten, Präsident Truong. Denn wir sind nicht die Einzigen, die in der Prophezeiung enthalten sind. Sie meinen die dunkle Seite? Auf eine uns unbekannte Weise müssen Sie das in Erfahrung gebracht haben. Aber die Jedi, ihr Schicksal ist besiegelt. Sollten sie von der dunklen Seite gefunden werden. Aber es gibt nur eine Lösung. Wir müssen sie zuerst finden, nicht wahr? Ich hätte da jemanden, der für diese Aufgabe geeignet wäre. Coralie. Bist du bereit, dein Leben für die Sache zu riskieren? Ich werde sie nicht enttäuschen. Dextrous. Habt ihr die Jedi in eurer Gewalt? Es gab einen unnützlichen Zwischenfall. Sie sind stärker als wir dachten. Sie sind weg. Euer Angriff war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Doch die Jedi halten diesen Kampf nun bereits für gewonnen. Ich werde gehen und sie überraschen. Gut. Durch Wut erlange ich Stärke. Durch Stärke erlange ich Macht. Ja!
ihr? Wer schickt euch? Das brauchst du nicht zu wissen. Wie Ihnen sicher allen aufgefallen ist, befindet sich Königin Yara heute nicht unter uns. Anscheinend wurde sie entführt. Was? Wie konnte das geschehen? Ich fürchte, jemand hat sich gegen uns verschworen. Wie meinen Sie das, Präsident O'Connor? Ich habe bis jetzt nicht darüber gesprochen. Aber vor 3 Jahren wurde meine Familie überfallen. Mich würde es nicht wundern, wenn beide Taten den gleichen Ursprung haben. Das ist eine äußerst beunruhigende Angelegenheit, die Sie da ansprechen. Sie könnten jedoch mit Ihrer Vermutung recht haben. Es wäre allerdings falsch, jetzt voreilige Schlüsse zu ziehen. Was werden wir unternehmen? Zumal es sich bei Königin Yara um eine aus unseren Reihen handelt. Wir können so eine Gräueltat nicht dulden. Priorität ist es nun erst einmal, Aquib nicht unbeaufsichtigt zu lassen, jetzt da seine Herrscherin abwesend ist, Präsident Huang. Ich habe
habe vollstes Vertrauen in Sie, dass Sie diese Aufgabe gewissenhaft übernehmen können. Aber natürlich, Königin Pam. Und Königin Yara, was können wir tun? So leid es mir tut, Präsidentin Starfall, ich weiß es doch auch nicht. Kommst du jetzt eigentlich mit, Coralie? Nein. Gerne. Nein, also, ich meine, es könnte gefährlich werden. Aber ich habe dich heute gerettet. Es war wirklich knapp. Und nun ja, drei Leute sind auffälliger als zwei. Natürlich kann sie mitkommen. Der große Rat. Und der hat 10 Mitglieder und der werden dann alle wichtigen Dinge besprochen. Vielleicht hast du schon was davon gehört. Warst du schon mal? Ich komme ja von Don Gibson. Und da ist der Planet namens Tonu. Und da ist ja der große Rat. Vielleicht hast du schon was von ihm gehört. Nein, nicht wirklich. Der große Rat hat 10 Mitglieder und die halten einen großen Raum.
uns nicht einen schöneren Planeten aussuchen können? Oder zumindest einen wärmeren? Stell dich nicht so an, du wirst überleben. Vivi hat sie auch recht. Besonders warm ist sie wirklich nicht. Was wollen wir überhaupt hier? Ich hab doch gesagt, ich muss was erledigen. Und was genau? Das ist doch vollkommen unwichtig. Wenn du es sagst. Wir sind da. Aber was machen wir hier? Ich muss was erledigen, hab ich doch gesagt. Na, wenn das nicht meine allerliebste Lieblingsjedi ist. Und das bestellte Unkraut hast du auch mitgebracht. Wo ist sie? Oh, deine Schwester ist in Sicherheit. Ihre Dienste erweisen sich als äußerst nützlich. Du musst dir keine Sorgen machen. Bring sie her. Wir hatten eine Abmachung. So wie es ausschaut, werden wir Zeug doch noch länger hier behalten. Du hast es versprochen. Weißt du denn nicht, dass ich meine Versprechen regelmäßig breche? Sperrt sie weg! Inanna, was hast du getan? Sie hat uns ausgeliefert, unser Leben verkauft. Ich hab dir vertraut. Wieso hast du das getan? Sie hat mich belogen. Ich hatte Hoffnung. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, ob ich dir das jemals glauben kann. Coralie? Was machst du denn hier? Königin Yara? Ich weiß nicht, seit wie vielen Tagen ich schon hier drin festsitze. Mich haben irgendwelche Kopfgeldjäger entführt, wahrscheinlich von einem politischen Gegner. Und du? Wer ist das? Sind das die Jedi? Hast du sie gefunden? Nicht ganz. Die eine ist Jedi-Ritterin, Faina aber ist vom Orden der Vieh, ebenfalls Nutzer der hellen Seite der Macht. Genauso wie es vorherbestimmt war. Es war nie die Rede von zwei Jedi. Erinnert ihr euch? Natürlich. Es waren von Anfang an nicht zwei Jedi verlangt. Wir haben also falsch verstanden und die Prophezeiung kann sich erfüllen. Welche Prophezeiung? Coralie, was hast du uns verheimlicht und wer ist das? Warum belügt ihr euch alle? Ich habe nicht gelogen. Ich habe nur nicht alles erzählt. Ich war auf der Suche nach euch. Ihr müsst die Galaxie retten. Was? Beim großen Yoda? Wird das gerade alles zu viel? Die Galaxie retten? Hast du noch alle Sterne am Himmel? Wir sind hier in irgendeiner Zelle, in die uns Inanna aus welchen Gründen auch immer hineinbefördert hat. Wir kommen hier wahrscheinlich nie wieder raus. Und dann triffst du hier deine komische Königin und erzählst uns, wir sollen die Galaxie retten? Wir können wahrscheinlich nicht mal uns selber retten. Also wie? Okay, jetzt eins nach dem anderen. Inanna, warum zum Vader hast du das getan? Sie haben meine Schwester. Hast du nicht gesagt, sie wäre zu Hause? Ich habe gelogen. Warum? Warum tust du uns das an? Ich hatte Angst. Was ist passiert?
Sie hatten mich. Sie wollten mich gefügig machen, aber ich habe mich gewehrt. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Nicht mehr denken, mich nicht mehr bewegen. Ich wusste nicht, wie lange ich schon in dieser Zelle saß. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Ich dachte, ich verliere den Verstand. Meine Liebe, heute ist dein Glückstag. Jemand hat uns gerade beauftragt, jemanden zu finden. Und da dachte ich mir, kein jemand könnte diese Aufgabe besser lösen als unsere kleine Jedi-Ritterin Inanna. Und natürlich bekommst du auch etwas als Gegenleistung. Du kommst frei. Und deine Schwester auch. Ich hätte wissen müssen, dass sie mich belügt. Aber ich hatte Hoffnung. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich hatte überall meine kleinen Quellen. Ich dachte, ich könnte einfach jemanden mitnehmen und zu den Kopfgeldjägern bringen. Aber dann, ich habe dich sofort ins Herz geschlossen. Deine Naivität, deine gute Laune. Du warst alles, was ich nicht war. Und als dann auch noch Coralie dazu kam, ich war so kurz davor, alles abzubrechen, einfach nicht mehr her zurückzukommen. Aber ich musste meine Schwester retten. Ich wusste nicht, was sie mit ihr machen würden. Also redete ich mir ein, dass alles gut werden würde, dass ich das richtig machen würde. Und jetzt sind wir hier und du mit uns. Sie hat dich belogen. Ich hätte es einfach wissen müssen. Nein, du warst am Rande des Todes. Hast dich an jedes bisschen Sternenstaub geklammert, das du finden konntest. Dafür kann ich dir keinen Vorwurf machen. Es tut mir so leid. Ich weiß. Königin Yara ist noch immer verschwunden und wir unternehmen nichts? Wenn Sie einen Vorschlag für mich haben, Präsidentin Starfall, dann wäre ich sehr erfreut, ihn zu hören. Niemand hat hier einen Vorschlag. Genau das ist ja das Problem. Aquit geht es gut. Das habe ich unter Kontrolle. Aber ich kann mich nicht auf ewig um zwei Planeten gleichzeitig kümmern. Wir finden schon eine Lösung. Und wie? Wir sitzen hier rum und kümmern uns um Dinge, die niemanden interessieren. Wir haben ein Problem und noch nicht einmal das können wir lösen. Was sind wir für Herrscher? Bitte, beruhigt euch. Alle. Fakt ist, wir hatten die Kopfgeldjäger nicht unter Kontrolle. Wir haben unsere Ausgangslage falsch eingeschätzt. Aber das darf uns nicht davon abhalten, in weitaus komplexeren Situationen zu handeln. Gut gesprochen, Präsident O'Connor. Wir befinden uns anscheinend in einer ausweglosen Lage. Nun ist es an uns, eine Lösung zu finden. Denn ansonsten kann das der Ruin für das Don-System bedeuten. Wir werden sterben, nicht wahr? Nein, sie werden uns nicht erfrieren lassen. Oder? Können wir nicht versuchen, die Tür aufzubrechen? Sei nicht albern. Da draußen steht eine Schar Kopfgeldjäger, die dich töten würde, bevor du nur einen Schritt in die Freiheit gemacht hast. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Vielleicht. Nein, vergiss es. Sag schon, hast du eine Idee? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Hier, jetzt. Und ich habe es seit Jahren nicht mehr gemacht. Aber ich kann es versuchen. Was versuchen? Ich habe ihn gesehen.
Wen hast du gesehen? Bereit? Bereit für was? Was hast du vor? Wir brechen aus. Sie ist verrückt geworden. Vertraust du mir? Das ist doch lächerlich. Geht doch. Macht euch bereit. Es kommen mir gleich ganz viele Kopfgeldjäger rein. Schwester hier zu lassen. Also, ich gehe jetzt meine Schwester holen. Kommt ihr mit? Natürlich. Los geht's. Ich besorge das Raumschiff. Komm, wir treffen uns vor. Wir hatten eine Abmachung. Meine liebe Inanna, du solltest jetzt lieber keine dumme Bewegung machen. Sonst... Du weißt schon. Du wagst es mir zu drohen? Nach allem? Du wolltest doch, dass ich zu einem gefühllosen Monster werde. Ein Jedi unter dem Befehl der Kopfgeldjäger. Wäre das nicht... Wie hast du es genannt? Ein Glückstag. Weißt du, wenn es um Familie geht, hört der Spaß auf. Hier, wirf runter. Gemütlich, bringe euch gleich was zu trinken und dann will ich aber endlich wissen, was ihr angestellt habt. Nun, manche von uns haben gar nichts angestellt. Weißt du, Inanna, für ihn verzeiht ihr vielleicht, was er dich vergöttert und keinen eigenen Kopf hat. Hey! Aber ich bin auch noch da und ich lasse mich nicht von einem verdrehen und einer ach so herzzerreißenden Geschichte beeindrucken. Ich habe nie von dir verlangt, dass du mir vergibst. Wir wären alle gestorben, wenn wir dich herausgefunden hätten. Aber das haben wir. Du gehst dein Leben, ohne über die Konsequenzen deines Handelns nachzudenken. Du tust, was du willst, was dir gerade am besten passt und erwartest, dass sie alles sofort verzeihen, sobald du nur darum bittest. Ich habe nie... Alle anderen sind dir vollkommen egal. Du tust, was du willst und wenn du dafür über Leichen gehen musst. Wahrscheinlich gefällt es dir ja noch, der Mittelpunkt allen Übelns zu sein. Und weißt du was? Das bist du. Herzlichen Glückwunsch. Du hast nichts, aber auch überhaupt gar nichts mit den Legenden der Jedi gemeinsam. Du bist egoistisch, rücksichtslos und kaltherzig. Mittlerweile bin ich sogar froh, dass der Orden der Jedi nicht mehr existiert. Denn wenn du ein Teil davon wärst, wärst du eine Schande für die Galaxie. Wie kannst du es wagen? Sie hat sich entschuldigt, mehrmals. Ja, sie hat falsche Entscheidungen getroffen. Aber das weiß sie selbst am besten. Und hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, welche Opfer sie bringen musste? Ja, ich habe ihr verziehen, aber nicht, weil sie mich drum gebeten hat, sondern weil ich es nachvollziehen kann. Faina, lass es einfach. Genau, Faina. Tu, was sie dir sagt, was du sonst auch immer. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was hier gerade so los ist.
wie auch immer, ihr müsstet mir jetzt sagen, wo ihr hin wollt, weil aus Ilur sind wir jetzt draußen und wir können gleich in den Hyperraum springen. Wenn es möglich ist, zum Domsystem. Nein. Okay, ihr einigt euch erstmal und sagt mir dann Bescheid. Nein, also schon. Alles nur nicht dorthin. Sieh, das ist so typisch. Inanna möchte nicht, lass mich raten. Willst du uns nicht erzählen, warum du dort nicht hin willst? Mein Vater ist dort. Dein Vater? Dein Vater, der euch verlassen hat? Und dein Vater, der dich dazu gebracht hat, nicht mehr an den Kodex zu glauben? Der soll im gleichen System leben wie die beiden? Ich meine, wie wahrscheinlich ist das? Vielleicht lügst du jetzt auch an. Wäre nicht das erste Mal. Warum sollte ich? Oh, ich weiß nicht. Wo hättest du sie tausend andere Male anlügen sollen? Alles, was ich gesagt habe, war die Wahrheit. Nur dieses eine Mal habe ich geschwiegen. Und es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie oft willst du es denn noch hören? Es tut mir leid. Niemand sollte dir wieder jemals etwas glauben. Wenn du ehrliche Meinung wissen willst, du hast es verdient. Du hast alles verdient, das dir zugestoßen ist. Du bist über alle Leute, die du begegnest, Unglück. Natürlich hat dein Vater dich verlassen. Er hat dich gesehen, für was du bist. Es ist nur eine Schande, dass deine Schwester mitgenommen hat. Sie ist schon fast so verdorben wie du. Ja, greif ruhig zu deinem Schwert. Sei froh, dass du es noch hast. Denn ohne dieses Schwert wärst du ein absolutes Nichts. Dein Wert misst sich an den Wert deines Schwertes. Aber weißt du was? Du konntest selbst mit deinem Schwert deine Schwester dich beschützen. Konntest du. Jetzt bist du zu weit gegangen. Lass es. Coralie, es reicht. Ihr kommt spät, Darth Extras. Habt ihr meinen Auftrag ausgeführt? Die Uhr ist tot. Die Kopfgeldjäger sind fort, genau wie die Jedi. Ich konnte keine Spuren von ihnen finden. Und dennoch spüre ich die Existenz der hellen Seite. Ja, mein Schüler. Auch ich spüre ihre Existenz. Es ist Zeit, dieses Problem anders anzugehen. Durch Macht erlange ich Sieg. Durch Sieg zerbersten meine Ketten, so wie es im Kodex geschrieben steht. Gemeinsam werden wir die helle Seite ein für allemal besiegen. Ich tue alles, mein Meister. Das habe ich erwartet. Die Köder sind bereits ausgelegt. Wir werden die Jedi nicht davon abhalten, uns zu finden. Im Gegenteil. Sie zappeln bereits im Netz. Thank you.
Königin Yara, wir haben uns Sorgen gemacht. Was ist geschehen? Kopfgeldjäger, sie haben mich entführt. Königin Yara, wir sind sehr dankbar, dass Sie wieder unter uns sind. Sobald Sie sich erholt haben, können Sie Ihre Herrschaftspflichten wieder aufnehmen. Und Präsident Truong wird Sie über die aktuelle Situation in Kenntnis setzen. Und wer seid ihr? Das hier ist Faina Nachuki, eine Fee. Ich bin eine Jedi-Ritterin. Mehr oder weniger. Ihr kennt uns vielleicht von dieser Prophezeiung, von der alle mal reden. Ist das wahr? Den Sternen sei Dank. Es wird sich alles erfüllen. Und wie ist dein Name? Inanna Okon. Ja. Sie ist meine Tochter. Aber... Das ist doch jetzt vollkommen unwichtig. Es gibt eine durchaus fragwürdige Prophezeiung, die besagt, dass wir die Galaxie retten müssen. Und ihr wolltet, dass wir herkommen und wir sind hier und ja, das ist mein Vater, aber was bitteschön wollt ihr eigentlich von uns? Genau das, was prophezeit wurde. Wenn ihr bereit seid, zieht ihr in die Schlacht gegen die dunkle Seite. Moment! Mir geht das hier alles ein bisschen zu schnell und nach meinem Geschmack wird das Wort Prophezeiung echt zu oft verwendet. Ihr erwartet von uns allen Ernstes, dass wir einfach so aufbrechen und die Bösen besiegen, obwohl wir euch nicht einmal kennen? Gibt es überhaupt ansatzweise so etwas wie einen Plan? Der Plan und dessen Ausführung ist eure Aufgabe. Ihr seid die Auserwählten. Aber wir stellen euch alles zur Verfügung, was ihr braucht. Warum sollten wir das tun? Weil ihr es möchtet. Ich sehe es doch an deinem Gesicht. Du suchst Rache und wir helfen euch dabei. Denkt drüber nach. Ich muss zugeben, ich hätte nicht erwartet, dich auf diese Weise wiederzusehen. Ich weiß, du hast mich und ich kann das verstehen, aber weißt du... Ich hasse dich nicht. Ich kann irgendwie nachvollziehen, warum du damals gegangen bist, aber ich habe dich gebraucht. Und sieh mich an, ich konnte Asselia nicht beschützen, ich habe Faina und Kurani verraten und jetzt bin ich Teil einer Prophezeiung und ich weiß einfach nicht. Hier, nimm sie. Als du sie mir gegeben hast, war ich ein anderer Mensch. Du bist genauso, wie du sein musst. Ich habe ihn gesehen. In der Zelle, bevor wir geflohen sind. Ich habe den Jedi-Orden gesehen. Warum? Warum hat er mich nicht verlassen, nach allem? Deshalb. Das ist die allererste Version des Codex der Jedi. Sie gehört dir. Mir. Sie gehört mir. Warum gehört sie mir? Für diese Frage ist die Zeit noch nicht reif. Aber du bist es, die gegen die Sith kämpfen muss. Aber ich bin keine Heldin. Wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, warum bist du dann noch hier? Warum überlegst du seit Wochen über diese Prophezeiung? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ich gerate von einem ins andere und auf dem Weg dorthin. Es ist, als würde mich jemand ziehen oder schieben. Als ich den Orden gesehen habe, habe ich mich zum ersten Mal wirklich frei gefühlt. Alles verändert sich um mich herum. Tag für Tag.
Ruh dich ein bisschen aus. Du wirkst überfordert. Ich bin mir sicher, dass du die richtige Entscheidung treffen willst. Vater, wenn wir gehen, falls wir losziehen, kannst du ein Auge auf Vasilia werfen? Natürlich. Gut. Ich habe dich vermisst. Ich dich auch. Euch beide. Ich kann nicht glauben, dass sie das wirklich tun. Eine Schlacht gegen die Sith? Was ist aus deiner Unabhängigkeitserklärung geworden? Sie hat mir mein eigenes Lichtschwert in den Kopf geraubt. Ich habe schon immer gehasst, wenn mein Vater recht hatte. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mit dem reden. Und ich hasse es noch mehr, wenn du recht hast. Ich denke, wir sollten uns ausruhen, Inanna. Wir sollten unsere Kräfte sammeln. Was ist los? Hast du Angst vor dem Kampf? Nein. Für wen hältst du mich? Meinst du, werden wir gewinnen? Über sowas denkt man besser gar nicht erst nach. Aber über was dann? Wir werden das niemals alle überleben. Niemals. Vielleicht schon. Sei nicht so pessimistisch. Sei nicht so naiv. Es kann nicht für alle gut ausgehen. Das hier ist die Realität. Nenne mir eine bedeutende Situation in deinem Leben, bei der niemand Schaden davongetragen hat. Nenne mir eine, denn in meinem Leben gab es so etwas nicht. Mindestens einer von uns wird sterben, verlass dich drauf. Ich habe nur Angst davor zu erfahren, wer es ist. Thank you.
Ist. Was ist, wenn wir verlieren? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass wir nicht verlieren werden. Wenn ich sterbe, schau. Einfach ab und zu mal nach Asselia, okay? Ich will gar nicht darüber nachdenken. Irgendwas läuft falsch. Ich weiß, einfach ein Gefühl. Was sollen wir tun? Wir müssen auf Syros warten. Bleibt ihr denn nur? Aber mach dir keine Sorgen um Asselia. Ich werde nachher schauen. Was machen wir jetzt? Ist sie tot? Ja. Aber es gibt noch mehr. Alle anderen Leichen sind weg.
was machen wir mit Coralie? Ich weiß es nicht. Wir haben keine Zeit, sie zum Raumschiff zu bringen. Begrabt sie oder was auch immer. Ich werde Darth Skellis suchen. Wir ziehen sie auf uns. Kämpft gegen Darth Skellis. Gebt mir Rückendeckung. Inanna! Möge die Macht mit dir sein. Und mit dir. Schon seit einer Ewigkeit auf unsere Begegnung. Zu schade, dass sie nur von kurzer Dauer sein wird. Die Freude ist ganz meinerseits. Aber du solltest aufpassen. Jedi sind ziemlich schwer zu töten. Und am Ende stolperst du bei dem Versuch nur über deinen Mantel. Diese Überheblichkeit kenne ich aus deiner Familie. Übrigens, wie geht's eigentlich deiner Mutter? Oh, das ist etwa ein guter Punkt. Inanna? Inanna? Was ist passiert? Das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Die Erde hat gebebt und als wir herkamen, lagst du hier. Ich weiß nicht. Es war, als würde die Macht mit einem Mal aus meinem Körper raus und dann aber... Wahnsinn. Es ist alles wieder normal.
Wo ist das, Skellis? Ich weiß es nicht. Ich muss... Nein, Nana. Bleib hier. Aber... Wenn... Nana, du bist zu schwach. Aber... Ist dir gut? Nana, bleib hier. Gehen wir nach Hause. Das nächste Mal kriegen wir ihn. Tut das noch weh? Wir sind euch zu Dank verpflichtet. Ihr habt wahren Mut bewiesen. Ihr seid für uns in die Schlacht gezogen. Und als Zeichen unserer Dankbarkeit möchten wir euch etwas überreichen. Faina Nahoki, dein Glaube an das Gute soll uns allen ein Vorbild sein. Und hiermit verleihe ich dir den Ehrenorden. Nana O'Connor, deine Willensstärke und deine Liebe geben uns Kraft und hiermit verleihe ich dir den Ehrenorden. Inanna, dein Vater möchte dir noch etwas sagen. Dein Lichtschwert, bitte. Inanna O'Connor, knie nieder. Ihr Ahnen, hört mich an. Ich selbst bin vor langer Zeit von euch abgefallen. Aber heute ist mir die helle Seite klar, wie nie zuvor. Diese Ritterin hat die Wahrheit bewiesen. Sie ist das Licht. Ihr Ahnen, hört mich an. Sie ist eins mit der Macht. Die Macht ist mit ihr. Inanna O'Connor, ich ernenne dich zum Jedi-Meister. Wir danken euch, Königin Pa. Aber bei allem Respekt, Darth Skellis ist noch immer auf freiem Fuße und er wird sich erholen. Die Galaxie ist immer noch in Gefahr. Wir werden tun, was wir können. Nein. Es ist unsere Prophezeiung und wir werden sie erfüllen. Selbst wenn es uns unser Leben kostet. Ihr wollt erneut in die Schlacht ziehen? Alleine? Wir sind nicht allein. Die Macht wird uns leiten. Thank you.
won't you come along? Far away, back home. In a world that you don't quite know, there's a lot that I want to show you. In a world that you soon will know. I know you feel it too. Nice.